Und das Geile ist, keinem ist das aufgefallen. Nicht euch, nicht mir, nicht Aldeusch, keine. Hallo! Aldeusch! Na? Du bist ja heute wieder überpünktlich. Klar. Echt, die Massage tut dir gut. Ja, ich glaube, es ist jetzt bald wieder soweit, ne? Ja, halbes Jahr schon noch. Ja, klar. Hoschkeld ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um den 45. Hey, weißt du, was geil ist? Komm, ich spoiler jetzt was. Normalerweise habe ich für dieses Auto, ohne zu übertreiben, locker 10 Pakete rum. Locker. Wir kommen ja nicht dazu. Also jedes Mal, was ich anfasse, kommt ein Fehler raus. Tacho bei mir war ja kaputt. Ich konnte nichts lesen. Und daraufhin habe ich ja hier ein neues Tacho bestellt, eingebaut. Und dann kam ja das ganze Übel raus. Ne? Was macht man natürlich? Ich habe den Wagen natürlich von einem Tobias gekauft. Habe den Tobias einfach angeschrieben. Was sagst du zu diesem Video, habe ich gefragt. Und er hat sich das angeschaut und gesagt, Yunus, von dem hier wusste ich nichts davon. Ich habe ja gesehen, Mai 2021 wurde TÜV gemacht. Und du hast den Wagen auch Mai 21 angemeldet. Ich hätte dann jetzt so logischerweise gedacht, okay, einer hat TÜV gemacht und hat den direkt weiterverkauft. Und Tobias wusste davon nichts. Alles gut. Aber Tobias war ehrlich. Und als ich es gekauft habe, habe ich ein Airbag mit dazu bekommen. Mhm. Ein Airbag. Direkt dabei. Direkt dabei. Als Geschenk. Als Geschenk. Kennst du das nicht? Frage ich mich natürlich auch, warum kriegt man ein Airbag mit? Und das Geile ist, keinem ist das aufgefallen. Nicht euch, nicht mir, nicht Aldeusch, keine. Wir haben doch hier Fensterheber als erstes gemacht, vorne und hinten. Ne? Genau. Hinten haben wir ja gesagt, Fensterhebermotor war ja gar nicht eingebaut. Der war gar nicht drin. Der war gar nicht drin. Das ist das Geile. Aber keinem ist aufgefallen, dass hier ein Airbag-Stecker ist. Und Leute, ich habe kein Airbag ausgebaut. Das ist das Geile. Und der hat gesagt, warum auch immer, hier wurde die Tür erneuert. Und daraufhin hat er ein Airbag mitbekommen. Er hat das Ganze in einer Werkstatt abgegeben, hat gesagt, hier muss TÜV gemacht werden. Ich habe den Airbag, soll hinten links sein, macht alles fertig. Airbag-Leuchte brennt. Ich kann jetzt keinem was unterstellen. Aber der Tobias meint, davon wusste ich nichts. Ich will jetzt auch nicht irgendeine Werkstatt was unterstellen. Ich sag mal, Airbag nicht eingebaut haben und ein Tacho einfach überbrückt haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Ganze da passiert ist. Das kann ich nur vermuten. Also ihr wisst ja, ne, auf diesem Kanal, ich habe Respekt vor jedem Schrauber, vor jedem Handwerker. Ich würde da keinen irgendwie schlecht reden. Ich bin auch nicht einer, wenn das Auto in eine andere Werkstatt war, ich gucke mir das an und sage, boah, da wurde aber Reifendruck nur 2,4 bar gemacht, ne? So bin ich nicht, das wisst ihr. Aber ich sage euch eins, das hier hat nichts mit uns zu tun. Wer sowas macht, gehört in den Knast. In meinen Augen. Und wenn das der Kunde nicht weiß und die machen sowas, dann gehört er erst recht in den Knast. Weil sowas macht man nicht. Wenn ich hier Probleme habe mit Airbag, egal wie, dann sage ich dem Kunden das, ey, tut mir leid, wir haben das und das und das und das und das. Kostet so und so viel Geld, lohnt sich das für das Auto, musst du mir sagen. Wird er sagen, okay, lohnt sich nicht und dann geht er weg. Wie gesagt, der Tobias hat gesagt, Yunus, ich habe damit nichts zu tun. Ich würde sowas auch nicht in Auftrag geben. Die haben es TÜV fertig gemacht und das war's. Und ich habe da nie was gefragt, weil ich immer gesehen habe, Airbag hat nicht mehr geleuchtet. Was mich halt komischerweise zum Nachdenken bringt, warum wusste er, dass ein neuer Tacho drin ist, der Tobias? Er wusste das. Vielleicht haben sie ihm das gesagt, als sie die Airbags gegeben haben, dass ein neuer Tacho eingebaut wurde. Weil er hat mir das offen und ehrlich gesagt. Und einer, der was zu verschweigen hat, würde nicht sagen, ey, da ist ein neuer Tacho drin. Weil das hat er mir gesagt, das sieht man sogar im ersten Video. Weil ich habe da gesagt, ey, dieser Wagen hat 280.000 gelaufen, aber wir haben ein Tacho, was irgendwas mit 300.000 ist. Wir wissen jetzt nicht, ob er einen riesen Schaden hatte. Und das Airbag irgendwo ausgelöst ist, wie zum Beispiel hier oder drüben oder vorne. Weil ihr seid ja auch der Meinung, da ist ein anderes Lenkrad drin. Wir wissen es nicht. Das ist so eine Sache. Ist das ein Grund für mich aufzugeben? Ist das ein Grund für mich nicht weiterzumachen? Nein, natürlich nicht. Wir werden diesen Wagen fertig machen. Egal was Sache ist. Auch wenn ich
hier alles austauschen muss. Ja, der hat 8 Airbags drin. 8. 2 hinten, 2 vorne, 2 hier vorne, Armaturenbrett und an den A-Säulen. Mit Tobias habe ich dann halt geredet, habe gesagt, ja, Tobias, was machen wir dann da und so. Ja, er meint so, guck mal, ich bin nicht verpflichtet, den Wagen zurückzunehmen. Ich habe den verkauft als Bastlerfahrzeug, hat er ja auch gemacht. Ja. Ne? Er fand das nicht gut, was hier passiert ist und hat mir einfach 200 Euro erstattet. Also habe ich den für 1800 Euro gekauft. So, einer nachmachen. 1800 Euro im V8. Das war jetzt ein gutes Thumbnail. Ja, jetzt wissen wir auch, warum da die ganze Zeit stand, Widerstand zu hoch. Auf jeden Fall, hier wissen wir, dass ein Airbag drin ist. Weißt du noch, wo du da angetippt hast? Na klar, das kleine Säckchen. Hier haben wir kein Airbag drin. Ja. Jetzt werden wir gucken. A-Säulen werden auf jeden Fall Airbags drin sein. Das sind ja diese längeren Airbags. Da werden wir jetzt nicht aufmachen. Aber ich will jetzt die beiden Türen einmal aufmachen. Und dann möchte ich gucken, ob wir ein Armaturenbrett, die Airbags drin haben und plus Lenkrad-Airbag raus. Der wurde gewechselt und lackiert, höchstwahrscheinlich. Oder gleiche Farbe, ich weiß es nicht. Kommt ja später mein Bruder, dazu werden wir ein Video machen, ein Gutachter. Wir wollen jetzt nicht lange schnacken, wir gucken ganz schnell rein. Wir brauchen noch nicht viel abbauen, das ist das Gute. Wir werden ihn lösen, tak, tak, tak. Gucken einmal rein, Airbag da, alles klar, wieder zu. Mhm. Okay, das machen wir jetzt sofort. Weil da bin ich gespannt, weil ich muss ja wissen, was ich alles brauche. Weil erstes Airbag muss komplett da sein. Alle. Da sind auch wieder alle kaputt. Aber muss ich hier wieder welche bestellen hier? Ach, die Stöpsel. Hier hinten haben wir auf jeden Fall noch ein Airbag drin. Was musst du dafür bestellen? Ja, bitte. Warum war das vorne links ein Säckchen und hier ist es so verkleidet? Ja, weil das anders ist hier. Hier brauche ich nicht komplett ausbauen. Guck dir das an. Und hier siehst du... Kopf weg und Licht bräuchte ich eigentlich. Ach so, ja, da sieht man es. Da, da oben. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Haben wir auch. Da ist ein Säckchen auch. Da ist auch ein Säckchen. 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 Ne, hier können wir wieder zusammenbauen. Ganz ehrlich, vorne werden die Airbags auch drin sein. Hier. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vorne was auf ist. Ja, das ist doch Hammer, ne? Nur 2 Schrauben vorne. Hm. Kannst du abmachen, ist fertig. Hier bauen wir den Licht ein. Was Licht? Hä? Hier bauen wir das den Licht Lichtdeckel ein. Ach, der, okay, alles klar, ich habe was anderes verstanden. Deutschlehrerin. Haha. Aber ganz ehrlich, also natürlich, wir haben hier ein Auto für 2000 Euro und jetzt mittlerweile 1,8. Also ich kann mich nicht beschweren. Es geht jetzt auch nicht darum, wie viel ich für den Wagen bezahlt habe, dass man eine Airbag-Leuchte überbrückt. Das macht man einfach nicht. Und darum geht es mir. Natürlich möchte ich jetzt wissen, Colombo-Style so, was ist da passiert? Und deswegen freue ich mich auch gleich, dass mein Bruder kommt. Mein Bruder ist Gutachter. Der wird sich den Wagen anschauen und der wird mir hoffentlich mehr dazu sagen. Da bin ich gespannt, was der sagt. Und Tobias hier muss ich schützen. Es kann auch sein, Aldosch. Das hört sich echt doof an. Schaumstoff musst du abbauen, dafür muss der Airbag runter. Hm, ja. Wenn du Fensterheber wechseln willst. Und es kann sein, dass sie irgendwann den Fensterheber gemacht haben und den Airbag einfach nicht eingebaut haben. Achso, Steuergerät habe ich auch ausgebaut. Aldosch, hast du es gesehen? Mhm. Ich wollte gucken, ob das Steuergerät drin ist. Aber ist ja natürlich, ich habe es ja ausgelesen, sonst wäre mir es. Steuergerät ist hier drin. Ist hier unten, da habe ich auch ein Foto gemacht. Ja, weil ich ja gelesen habe, Steuergerät defekt. Und ja, ich habe ja gerade noch mal ganz kurz so ein paar Minuten recherchiert und habe gesehen, dass das so ein Airbag ist, was sehr selten ist bei E39. Mit 8 Airbags. Sehr teuer. Ich habe mir aber trotzdem eins bestellt, weil ich ja die 200 Euro von Tobias bekommen habe. Ich habe mir das jetzt bestellt. Wenn nicht, schicke ich das zurück. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein Airbag hier einbauen, ob wir das löschen können. Mal schauen, ob der Fehler weg ist. Und wenn wir jetzt irgendwas noch haben, Sitzbelegungsmatte oder so, dann machen wir das auch noch. Dann ist das auch kein Problem.
Oder Tobias meinte auch, wenn ich will, würde ich das Auto wieder zurückkaufen. Das geht natürlich nicht, weil er weiß ja nicht, was ich hier alles gekauft habe. Das weiß er ja gar nicht. Ne? Ja, du willst ihn ja auch nicht zurückgeben. Ja, klar nicht. Wenn ihr mal wisst, was ich alles dafür schon geholt habe, besorgt habe, was für ein Stress ich hatte. Ach, da kommt noch eine Geschichte, was sehr, sehr krass ist. Es geht um Felgen, sogar zwei Geschichten. Es ist einfach nur traurig, was es für Menschen gibt. Aber egal. Dankeschön. Alles auch die 2 Euro, Dankeschön. Habe ich gesehen. Ja, stimmt ja. Deine Massage kriegst du noch auf jeden Fall. Ja, erzähl mal, ob ich Massagesitze in seinem Auto. Wenn er nachher kommt, da kann ich direkt mal hier rein vielleicht. Wäre gut, dann hätte ich 50 Euro gespart. Ey, ich meinte, nee, du musst mich trotzdem schicken. Airbag rein, neues Lenkrad rein, haben wir das. Ist es glaubt mir, dann klappt das schon. Okay. Ne? Na dann. Oder vielleicht braucht er auch ein M-Paket oder so. Oder vielleicht 19 Zoll. Oder vielleicht ein M-Haus. Wer weiß. Irgendwas kann er. Also, weißt du, vielleicht einen schwarzen Dachhimmel. Vielleicht. Ne? Vielleicht so eine geile Innenreinigung. Vielleicht eine Motorrevidierung. Das wird dem, glaube ich, alles so gut tun, glaube ich. Ne? Wir haben viel zu tun, glaube ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund, euer Kraftsitz. Bis dann, haut rein. Ciao. Hallo, Dankeschön. Tschüss.